Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe jungen Leute, steht auf, in Gottes Namen steht auf. Steht auf, so wie Jesus in der Synagoge aufstand, hinstand, wie wir eben im 4. Kapitel bei Lukas gehört haben, und an den Propheten Jesaja, das 61. Kapitel, vorlas. Jesus stand auf in Gottes Namen und er erinnerte daran, dass jeder von uns gesalbt ist, dass ihr alle den Heiligen Geist in euch tragt, dass jeder von uns in der großen Mission unterwegs ist, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, alle, die gefangen sind in den Gefängnissen oder aber innerlich gefangen sind, zu befreien, dass wir ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen, in dem sich alle auf den Ursprung, auf das Schöne besinnen. Was heißt es für euch, liebe jungen Leute? Was heißt es für mich, wenn ich an euch denke? Was erzählt mir euer Hiersein darüber, dass wir Älteren auch gesalbt sind, dass wir euch brauchen? Vor 3 Wochen hatte ich den Vorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, des BDKJ, bei mir im Haus zum Abendessen. Mir gegenüber saß die Vorsitzende Theresa, ihr zur Seite Christine und Johannes und auf der anderen Seite Mareike und Pfarrer Andreas Braun. Und sie haben mir erzählt von den vielen Aktionen des BDKJ, von den vielen, vielen Verbänden, die unter dem Dach der BDKJ sind, plus der anderen Organisation in unserem Bistum jenseits des Daches der BDKJ, die aber auch maßgeblich zu unserem Bistum Hildesheim dazugehören. Und ich habe zum ersten Mal einen Eindruck bekommen von dem großen Panorama, von der Landschaft der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen, der Engagierten im Bistum. Ihr seid im Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr, in Jugendverbänden, ihr seid im Einsatz als Messdiener, Ministrantin, ihr seid im Einsatz bei älteren Menschen, in der Pflege, ihr seid im Einsatz im freiwilligen sozialen Jahr, sei es im Inland, im Ausland, ihr seid im Einsatz zur Bewahrung der Schöpfung dieser Erde. Und ich könnte so viele Dinge aufzählen. Ich habe festgestellt, ihr seid kreativ, unglaublich kreativ. Und mit Blick auf diese Kreativität, die ich bei euch erlebe, auch vorhin auf dem Domhof, kann ich nur sagen, steht auf. In Gottes Namen steht auf. Und dann ein zweites. Ihr seid nicht nur kreativ, ihr seid geistreich, richtig geistreich. Ihr seid gesalbt mit dem heiligen Chrisam in der Firmung. Ihr seid schon gesalbt in der Taufe. Der heilige Paulus sagt über uns alle, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Euer Leib ist etwas ganz Besonderes.
und ihr seid geistreich als Gesalbte, ihr habt aber auch wahnsinnig gute Ideen. So ist der BDKJ unterwegs mit 3 Aktionen in diesem Jahr. Hashtag Sendung. Was heißt es für uns junge Leute, das Evangelium zu verkünden, unterwegs zu sein im Namen des Herrn zu den Menschen? Zurzeit läuft die Aktion Hashtag Gemeinde. Was heißt es für uns Jüngere, Gemeinde zu sein jenseits, zwar auch in der klassischen Gemeinde, aber auch darüber hinaus, in Personalgemeinden, an anderen Segensorten? Und ab Herbst dann Hashtag Geschenk. Was mir da besonders gefällt ist, ihr sagt, ihr die jungen Leute sagt uns den Älteren, wir sind Geschenk für euch, für die anderen Menschen, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Das finde ich großartig. Ihr seid kreativ, ihr seid geistreich, steht auf, im Namen Gottes steht auf und ihr seid wach, hellwach. Auf dem Domhof habe ich eben erlebt eine Aktion mit offenen Augen. Ihr seid hellwach, habt in dieser Fastenzeit zu unter anderem die Aktion gestartet, Plastikfasten. Ihr habt mir erzählt von den Aktionen Fridays for Future von Greta, der jungen Schwedin. Greta ist für mich persönlich wie eine junge Prophetin, eine junge, zierliche Frau, die hinsteht, keine Revolution anzettelt, aber es zum ersten Mal seit über 100 Jahren und viel, viel mehr, dass Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen, friedlich, friedlich, ohne Steine zu werfen, ohne Polizisten zu schlagen, friedlich. Und was fordern sie? Dass die Erwachsenen, die Politiker, sich an das halten, was sie beim Pariser Klimaabkommen 2015 geschrieben haben. Sie sollen sich einfach daran halten. Ich finde, die Bewahrung der Schöpfung ist ein Schlüssel. Papst Franziskus hat uns dazu aufgerufen in seinem großen Schreiben Laudato Si, ein starker Text. Ihr habt euch davon auch inspirieren lassen, anstecken lassen. Und mit Blick auf die Bewahrung der Schöpfung, mit Blick auf euch, die jüngeren Leute, kann ich den Älteren, wenn ich denn gefragt werde, was wollen sie denn eigentlich, nur die dreifache Fragestellung weitergeben. Was wollt ihr? Dann sage ich, die jungen Menschen sind, was sind die jungen Menschen, wenn es um die Frage der Bewahrung der Schöpfung und des Klimas geht, dann sage ich, wichtig, sehr wichtig. Und was sind die jungen Menschen gewesen in den bisherigen Verhandlungen zum Umgang mit dem Klima? Nichts, niemand. Was verlangen Sie zu Recht, wenn es um die Zukunft der Erde und des Klimas geht, dabei eine Rolle zu spielen?
Ihr seid wach, hellwach. Steht auf, im Namen Gottes steht auf. Und wenn ich mir die Dynamik anschaue, die ihr hier im Bistum Hildesheim lebt, und ich darüber nachdenke, mich besinne und darüber bete, dann kommt mir in den Sinn, dass ihr die jungen Leute mir, den Älteren, dem Älteren, erzählt, was es heißt, an einen dreieinigen Gott zu glauben. Ihr erzählt mir die schwierige Auslegung des trinitarischen Gottes, weil ihr sagt uns, den Älteren, seid kreativ wie der Schöpfer Gott. Seid geistreich wie der Heilige Geist. Und seid wach, hellwach wie Jesus Christus, sein Sohn. Ihr seid großartig, wir stehen hinter euch. Steht auf, in Gottes Namen, steht auf. Amen.